Ohren. Ein Podcast mit Shelly und Christian. Heute. Shelly und Christiane sind im Technikfieber. Christiane. Hallo Shelly. Oh, guck mich nicht an. Guck bitte nicht, wie ich aussehe. Was ist da denn passiert? Ich hab ein bisschen gebadet. In Stempelfarbe. In. Was ist denn das an deinen Fingern? Ja, das ist so ein Mischmasch aus Marine, Rokoko und Schwarz. Okay. Also, Entschuldigung, ich muss Haare waschen gehen. ja, dann geht das hoffentlich wieder weg. Nein, es geht bestimmt klar. Wieder ist weg. Ja, kein, ist kein Glutrotball, geht alles. Ja, Rokoko ist aber auch ganz schön mies. Ja, ich habe mich an einer Stempeltechnik versucht. Das hat ja also am liebsten immer mit Ganzkörperkondom und so, also, wäh. Aber wie cool, guck mal, ich habe auch eine Stempeltechnik versucht. Guck mal meine Hände an. Ja, nix, wie ich sehe. Was hast du denn gemacht? Ich habe mit Stampin' Red Markern gemalt. Hm. Stempel angemalt in verschiedenen Farben und dann abgestempelt. Ja. Und du? Ich habe es mit Wischtechnik versucht. Mit zeig mal. Schwamm, guck hier. Oh, wie also, cool. Ja, aber man sieht halt hinterher immer aus, als hätte man in der Karte gebadet. Also. Und auf jeden Fall, als hätte man gearbeitet. Ja, prima. Ist ja ganz meins. Total meins. Das erinnert mich noch an meine allererste Stempeltechnik. Ich habe Murmeltechnik gemacht als meine erste Stempeltechnik. Auch eins meiner allerersten YouTube-Videos ging ums Thema Murmeltechnik. Okay, das habe ich noch nie gemacht. Erzähl mal. Mit so einer, also ich habe so eine hohe Box, die wir früher mal im Katalog hatten, genommen und habe da so ein paar Tropfen Nachfüllfarbe rein, ein paar Murmeln rein und die Karte unter den Deckel geklebt. Dann habe ich die Kiste zugemacht und das Ding umgedreht. Und dann kannst du quasi immer da drüber rollen. Und dann entsteht so eine Hintergrundtechnik, weil die Murmeln rollen durch die Farbe und dann rollen sie wieder über das Papier. Und dann hast du quasi so streifige Hintergrundgeschichten. Ja, genau. Shake it, baby. Genau so. Nur das macht mega Alarm nebenbei. Ja, aber das war eins meiner allerersten YouTube-Videos und meine erste Technik. Das ging ja auch noch relativ gut, bis du die Murmeln sauber machen musst. Dann siehst du auch aus. So auch Finger wie sauber. Schön. Ja, und jetzt habe ich es mit Schwämmchen versucht. Das ist aber irgendwie auch nicht. Auch irgendwie. Also, man sieht, dass du gearbeitet hast. Ja, ich habe was getan. Nächstes Mal gibt es dann eine große Packung Einmalhandschuhe zum Geburtstag, habe ich gehört. Ja, prima. Bitte rosane, wenn ich wünschen darf. Schwarz auch okay. Er sieht mal nicht so viel drauf. Ne? Hauptsache, die färben nicht. Aber vielleicht sollte ich einfach in meinem Technikbuch noch mal 3 Seiten weiterblättern. Da gibt es ja bestimmt noch andere Techniken. Mit Schwammwalzen zum Beispiel. Dann das ist auch nur auf der Unterlage rum. Ja. Aber total cool. Und dein Ergebnis ist auch wirklich schön. Ja, das muss jetzt noch irgendwie ein bisschen embossed da drauf und dann... Ich kann es mir... Ja, oh ja. Ja, genau. Aber man sieht halt hinterher aus wie gebadet. Aber es sind nur die Hände. Hast du nur die Hände gebadet? Ja, genau. Deswegen kann man nicht alles machen mit Kunden, ne? Wenn die Kunden so nach Hause kommen. Geht schon. Ist vielleicht nicht so angesagt. Sehen sie wenigstens aus, als hätten sie gearbeitet. Das ist doch toll. Ja. Was ist denn deine Lieblingstechnik? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Es gibt ja auch so viele, weißt du, es gibt Kartenfalltechniken, wo du so ganz unterschiedlich, also diese ganz Standardkarten natürlich, die wir ganz viel machen, aber dann hast du ja auch solche Karten, die du wie so ein Z faltest, die man dann hinstellen kann. Ja. Oder diese Weihnachtsbaumfalttechnik da. Es gibt ja so unglaublich viel. Ja. Das finde ich immer total spannend, was man also eigentlich an Kartenfalttechniken so unterschiedliche Formen finde ich einfach völlig entspannt. Also finde ich super spannend. Mache ich natürlich viel zu selten, weil es ist auch mega aufwendig. Ich habe ein ganzes Buch darüber. Da haben sich mehrere Mädels zusammengetan. Jeder hat eine Anleitung geschrieben für ein oder zwei Karten und dann haben wir das dann zu einem Buch zusammengefügt und immer ein Beispiel dazu. Und das war auch super viel Arbeit. Auch 40 Mal eine Technik machen ist schon aufwendig. Das glaube ich. Aber dann hat man so ein Leitwerk. Ja, am Ende hast du eine ganz tolle Sammlung und kannst nochmal gucken und kannst nochmal hier und da was Neues machen. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Ja, und deine Lieblingstechnik? Also, wenn ich mir deine Finger angucke, dann... Die nicht. Also, eigentlich mag ich total gerne... ich glaube, es heißt Joseph's Code. Aber das ist auch so eine Sauerei. Ja, aber das kannst du ja mit Schwammbalze machen, Gott sei Dank. Na gut. Irgendwie. Du meinst erst den Hintergrund gestalten, dann... Du kannst noch fertiges DSP nehmen. Okay, du kannst fertiges DSP nehmen, dann mit Klarsicht. Ja. Embossingpulver drauf und dann mit Dunkel drüber. Genau. Und dann kommt halt das DSP dadurch in der Form der Blume oder was auch immer du da embossed hast. Ja. Ja. Das finde ich schon, das ist sehr beeindruckend, obwohl es noch wenig Aufwand ist. Es gibt ja... Das stimmt. Wahnsinnig aufwendige Techniken. Aber es ist auch keine Kartenfalttechnik. Nee. Kartenfalttechniken habe ich, glaube ich, überhaupt keine Lieblingskartenfalttechnik. Dafür mache ich es auch einfach viel zu selten. Es gibt schöne, beeindruckende Karten mit Wow-Effekt, sag ich mal. Aber nicht, dass ich davon jetzt ständig irgendeine machen würde, weil ich sie so toll finde. Ja. Es ist halt auch immer, also ich finde, das bleibt dann auch ein bisschen was Besonderes, ja, weil es eben sehr, sehr aufwendig ist. Teilweise, teilweise nicht. Teilweise hast du einen Wow-Effekt ja auch. Zum Beispiel dieser rausspringende Würfel. Mhm. Ne? Mit dieser Kiste, wo du dann so einen kleinen platten Würfel drin hast und dann ziehst die Kiste auf und am besten hast du noch ein bisschen Konfetti auf den Würfel gelegt, dann macht's puff. Ja. Das finde ich total cool. Das ist jetzt auch nicht so mega aufwendig, aber es ist natürlich schon auch mehr als nur einfach, ne? Ja, auf jeden Fall. Stück Cardstock, Falzlinie rein, umklappen, bestempeln, fertig. Ja. Das stimmt. Was ich an Farbtechniken auch total toll finde, ist, mit einem Wassertankpinsel zu arbeiten. Mhm. Also das mache ich einfach super viel gerne. Da habe ich hier so Polarlichter schon gemacht. Aquarelltechnik. Finde ich total großartig, ne? Alles, was irgendwie damit zu tun hat. Dem widme ich mich gerade. Manches ist schon ganz schön und manches ist so hingeplatscht. Aber ich habe für mich selber entdeckt, dass all diese Dinge einfach Übung brauchen und dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist und dass man manchmal eben 1, 2, 3 Anläufe braucht. Ich habe ja anfangs auch ausgemalt mit Write-Markern. Sah halt immer aus, wie meine Tochter malt. heute mit Blends funktioniert das einfach sehr schön. Und wenn man sich so ein bisschen beschäftigt tatsächlich mit diesem Schattenwurf und heller und dunkler und so, und das zählt dann ja, das kann man gleich übertragen in diese Aquarellgeschichten, dann ist es tatsächlich echt eine schöne Sache. Und da macht Übung den Meister. Ja, und dann bist du auch weg von diesem, ja, Stempeln ist alles das Gleiche. Da bist du dann wirklich eben auch in dem Bereich, dass jede Karte
Unabhängig davon, ob jetzt was schief draufgeklebt ist oder nicht, aber jede Karte ist wirklich, ist und bleibt ein Unikat, weil du ja. kriegst keine zwei Aquarellbilder gleich hin. Nee, genau. Und es sind einfach dann auch Kunstwerke und nicht ein abgestempeltes Motiv. Ja. Mhm. Ja. Das macht mir einfach auch, das entspannt mich auch. Also auch, was du gerade sagtest mit den Blends zeichnen, also mal ausmalen, malen, finde ich einfach ach, toll. Mhm. Richtig schön. Wichtig, immer eine Unterlage drunter haben. Ja. Das stimmt. Ja, das sind halt Alkoholmarker und das Papier saugt sich voll. Man muss relativ zügig arbeiten, wenn man die Farben miteinander verblenden möchte. Mhm. Aber das braucht halt auch nicht lange zum Trocknen. Ja. Aber das Papier saugt sich halt voll. Sieht immer lustig aus von hinten. Ja, genau. Von hinten musst du immer irgendwo draufkleben oder was gegenkleben oder wie auch immer. Das hinten ist nicht schön. Aber das sollte auch hinten keiner gucken. Genau. Ist ja keine Karte zum hinten aufmachen oder keine Box, ne? Ja, und mit Blends malen finde ich auch schön wirklich für Teilnehmer und für Beginner, weil es einfach ein positives Erlebnis hat, relativ zügig. Ja. Während du jetzt Aquarell zum Beispiel, da brauchst du wirklich ein bisschen Übung, da ist ein Beginner manchmal ein bisschen überfordert, glaube ich. Wäre nichts, was ich mit Workshop-Teilnehmern in der ersten Stunde tun würde. Nein. Dann haben wir auch noch unsere Aquarellbuntstifte. Oh ja. Die man dann mit Farbe bearbeiten kann. Da habe ich ja vor 2 Jahren onstage ein Projekt auch zugezeigt. Mhm. Ich persönlich arbeite lieber und einfacher mit den Blends. Mhm. Aber wenn ich unterwegs bin, wenn ich jetzt irgendwie im Urlaub bin und ich habe meine Bastelkiste dabei, da kann ich ja nicht 68 Blends reinschmeißen oder wie viele auch immer ich habe. Wir wollen nicht über Zahlen reden. Hör auf, dein Auto eine Box zu nennen, ne? Genau. Kannst du schon. Muss halt dann das Zelt und der Gartenkocher und muss alles wieder raus, damit die genau. Kiste mit... dann passt die Kiste rein. Das ist aber irgendwie abgelehnt worden von der anderen Regierungshälfte, von der anderen Koalitionspartei. Ich verstehe. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Dafür finde ich unsere Aquarell-Buntstifte einfach ganz großartig, weil da brauchst du hinterher nur einen Mischstift oder einen Wassertankpinsel und damit ja. kannst du also auch ganz wunderbar arbeiten. Das macht mir einen großen Spaß auch. Ja, das ist auch. Und da kannst du, also ich finde dann tatsächlich unsere Aquarellstifte auch filigraner. Da hast du jetzt den Blend, das ist ein Statement, wenn du den ansetzt. Ja. Und wenn du mit unseren Aquarellstiften kannst du auch einen Hauch von. Das funktioniert mit den Blends nicht. Wenn du unsere geliebte, aber leider nicht mehr vorhandene Farbe Zartrosa in Blend machst, dann vielleicht so gerade eben schon. Ja, helles Zartrosa einmal übergewischt, ja. Das ist ein Hauch von. Genau. Aber alles andere ist halt eine Ansage. Das ist ein Statement, ja. Aber es soll ja auch bunt sein, ne? Klar. Was für mich, kräftig. Ach, so. Platz da, jetzt komme ich. Signalfarbe. Nicht Pastell, das ist eher meine Welt. Du bist eher die Signalfarbe in den Stamping-Up-Farben. Was machst du jetzt? Was guckst du denn? Es donnert draußen. Es donnert draußen. Mit 38 Grad im Schatten. Naja, warum nicht? Mhm. Da beschwert sich der Himmel, es ist zu warm. Ja, verstehe ich, unterschreibe ich. Mhm. Ich auch. Gestern hat es ja geregnet. Es hat versucht zu regnen. Der Tropfen kam, aber er hat den Boden leider nicht berührt, weil er vorher verdunstet war. Hier regnet es gerade ganz leicht. Vor 10 Minuten hattest du hier so 2 Euro Stück große Tropfen auf dem Boden. Die konntest du richtig in der Luft sehen. Also jetzt das Gedöne siehst du auch, aber machte schon richtig Flatsch. Hm. Meine Tochter ist gerade hier reingekommen, die war einmal komplett nass. Hm. Nass geregnet. Aber dann wächst sie noch. Nein! Möchtest du nicht, dass deine Tochter noch wächst?
Mir ist das egal, aber sie sagt, sie will nicht mehr wachsen. Ah ja, irgendwann wird es auch eng mit Hosen. Das ist es schon seit 10 Zentimetern. Noch schlimmer ist ja mein großer Sohn. Der ist ja inzwischen größer als Papi. Ja. Und ja, da ist Hochwasser vorgesagt. Mhm. Vorher bestimmt. Ja, so ist das, Winnie. Ich hab mich totgelacht. Ich war vor ein paar Wochen bei meiner Familie auf einem Geburtstag und dann kommt da der Sohn von meinem Cousin rein. Genauso wie ich meine beiden Cousins als Kind erlebt habe. Die mussten sich nämlich erstmal bücken, damit sie überhaupt durch den Türrahmen passten. Okay, also auch 2 Meter plus. Ja, und der sah, also der Sohn von meinem eigenen Cousin sah heute so aus wie mein anderer Cousin vor 30 Jahren. Also sein Onkel. Wie sein Bruder, also wie sein Onkel vor 30 Jahren. Und ich war völlig fasziniert, der kam irgendwie da rein und ich denke, oh, wow, krass, wie sich so ein Gen durchsetzt. Weil die sehen nämlich alle gemeinsam aus wie mein Onkel, also wie deren Vater und Opa. Das war eine Ansage. Ja. Das schon. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgedriftet. Ja. Entschuldigung. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe ja angefangen. Das kenne ich. Hier mit blöden Blicken und Gewitter und. Ja. Es ist ja immer noch so, man gesagt. Was ich aber total toll finde, auch als Technik, sind Explosionsboxen. Ja. Die sind immer sehr beeindruckend, das stimmt. So, also du kannst haben sie richtig Freude damit. Ja, das war eins meiner ersten Projekte, als ich mich entschlossen habe, Stampin' Up-Demonstratorin zu werden. Da habe ich ein Fotoalbum-Explosionsbox für meinen Mann und mich gemacht. Wow. Also, du würdest sie lieben. Die ist nämlich anthrazitgrauer Deckel, ja, und Kirschblüte. Fotoalbum. Pling, pling, Herzchen, Augen, ja. Genau. Und ich habe, ich glaube, ich habe 3 Lagen übereinander. Also insgesamt hat so eine Explosionsbox ja 4 Seiten. Und jede dieser 4 Seiten hat halt quasi 3 Fotoalbumblätter, wenn du so möchtest, wo du dann Bilder durchgucken kannst und so. Das ist ein tolles Projekt. Ich habe die Box auch außen überhaupt nicht dekoriert. Die sieht ganz unscheinbar auf, ja hier, mach halt mal auf. Und dann setze ich die Kiste so auf, die gib mal deine Hand her, und dann setze ich die Kiste drauf, und dann erschrecken die sich erstmal wahnsinnig die meisten. Ja. Aber es ist ein so schönes Projekt, das finde ich auch immer total toll, sowas auf einem Workshop zu machen. Aber da muss einem klar sein, das dauert. Mhm. Explosionsbox machst du ja nicht mal eben in 2 Minuten. Nee, ich habe einmal einen Explosionsbox-Workshop gegeben. Da habe ich gesagt, von 10 bis 12 machen wir die Grundbox. Wer dann zu Hause weitermachen möchte, darf dann gehen. Und den Rest des Tages verbringen wir damit, das auszuschmücken. Also ja. Es ist tatsächlich dann ein Tagesworkshop, so eine Explosionsbox fertig zu bauen. Genau, je nachdem, wie aufwendig du die dekorierst, bist du da auch schon mal mehrere Tage beschäftigt. Also ich kenne ja Demo-Kolleginnen, die machen einfach nur ein Traum von Boxen. Ja. Ja, das ist schon, aber es ist so nicht meins. Also. Nicht so meine Baustelle. Ich bin dann, glaube ich, nicht geduldig genug. Ich habe dafür nicht genug Zeit. Und wenn ich mir dann überlege, was das kostet und was das wert wäre, da bin ich zu sehr betriebswirtschaftlich. Als um das jetzt als Auftragsarbeit zu machen. Ja, das würde ich auch. Also ich verschenke sowas gerne, ja. Aber als Auftragsarbeit würde ich sowas nicht machen. Nee, das kannst du auch nicht. Also, kannst du vergessen. Wenn du da den ganzen Abend dran sitzt, 4, 5, 6 Stunden oder so. Wenn du damit hinkommst. Ja, dann müsstest du aber ja ungefähr 200 Euro nehmen, damit du überhaupt mal auf deine Kosten kommst. Wer zahlt denn 200 Euro für so eine Box? Also. Für eine Verpackung quasi, ne? Mhm. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du willst einen Gutschein für, weiß ich nicht, was ich jetzt gesehen habe, irgendwann mal war eine Konzertbox, ne? Konzertkarten drin. Mhm. Ne? Mit so einer kleinen Bühne und alles. Also
Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Wer, das war eine tolle, super tolle Idee. Aber wie viel Zeit da reingeht, ja, das kannst du gar nicht. Da kannst du nur sagen, ja, das ist mein Hobby, ich mache das gerne, so wie meine Freundin sitzt vorm Fernseher und strickt und verkauft dann die Socken für ein bisschen mehr Geld, als es die Wolle gekostet hat. Und ja, sie sagt, ich stricke gerne und das ist mein Hobby und irgendwann ist die Familie versorgt mit Wollsocken. Ja, und bevor die sämtlichen Schränke geflutet sind, kann man es dann besser verkaufen. Aber wenn jemand sagt, kannst du bitte stricken, dann muss sie auch einen vernünftigen Preis nehmen. Richtig, genau. Ja. Weißt du, was ich hier noch neben mir stehen habe? Nee, aber du wirst es mir gleich zeigen. Eine ganz andere tolle Technik, die wir zusammen gemacht haben. Also, ich weiß nicht, ob man das Technik nennen kann, aber... Ja. Ja, doch, es ist eine Schachtelbautechnik. Graupappe-Verarbeitungstechnik. Geht hier noch? Ja, wir hatten einen ganz tollen Schachtelbau-Workshop im letzten Monat, das stimmt. Ja, das mein erster auch. Zoom-Workshop tatsächlich auch. Genau, der erste Zoom-Workshop. Ich war ja vor Ort, also eigentlich war die Dame, die den Workshop gegeben hat, hier zufälligerweise. Aber und wir haben uns dann aus halb Deutschland dazugeschaltet. Ja, das war richtig gut. Das hat auch gut funktioniert, finde ich. Und es war irgendwie keiner abgehängt und alle sind mitgekommen. Und es war sehr lustig, aber auch sehr toll erklärt, hilfreich, konntest du gut folgen, war richtig gut. Also dafür, dass wir uns nicht sehen konnten, war das ein super geiler Workshop, muss man einfach mal sagen. Und na, das ist auch so ein Stück grauer Pappe. Ich meine, ich mache ja schon lange meine Fotoalben auch, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ja. Also es geht schon auch vieles im Netz. Ich habe jetzt Geburtstag gefeiert im Netz, wo wir, also es hat jetzt nichts mit Technik zu tun, aber... Naja, andere Technik, ne? Andere Technik, genau. Es war so schön. Geburtstag gefeiert im Netz mit kleinem Privatkonzert und Spieleabend und Alkohol. Und alle in Zoom. Cocktail und alle in Zoom, ja. Ja, und wir hätten nicht alle zusammenkommen können. Das wäre nicht möglich gewesen, mal Corona völlig außen vor gelassen. Ja, wir waren 13 Personen, die hätte ich in meinem Kreativraum nicht unterbringen wollen. Und also ich hatte Zoom-Teilnehmer aus Stuttgart dabei, die kommen auch nicht für einen Abend auf den Donnerstag. Mal eben. Wär bei mir auch schwer geworden. Ja, genau. Und ich fahre ja nur 2,5 Stunden, wenn ich gut durchkomme. Ja, das stimmt. Von daher, aber wir wollten ja eigentlich über Techniken, also fiel mir nur gerade ein, weil wir wieder bei Zoom sind. Ich bin immer noch mega begeistert und wir kommen wahrscheinlich auch darauf, weil wir unseren Podcast wieder in Zoom aufnehmen, weil wir uns nicht sehen können. Nee. Und das funktioniert auch ganz gut. Es klingt anders, als wären wir live und würden in ein Mikro sprechen, natürlich. Aber so funktioniert das auch sehr gut. Und so bedeutet es für uns, dass wir einen Podcast nicht nachts um 2 aufnehmen müssen. Ja, stimmt. 14.38 Uhr ist nicht nachts um 2. Es ist mittags um 2. Ja, aber man kann eben in Zoom wunderbar auch Dinge erklären und so passieren eben auch Workshops in Zoom und so kann man auch kompliziertere Dinge eben erklären. Und ich finde tatsächlich, dass das Thema digitale Workshops durchaus auch ein Technikthema ist, wenn auch kein Basteltechnikthema. Ja, das stimmt, ja. Also gerade dafür eben die Möglichkeit zu haben, dass man mit irgendeinem Videokonferenztool, was man da nimmt, ist ja völlig egal, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, sich zu sehen, in Anführungsstrichen, ich meine, sehen tun wir uns ja, aber dass wir halt eben die Möglichkeit haben, zu sprechen, Dinge zu erklären, Dinge zu bearbeiten. Ja. Da hilft uns die digitale Welt tatsächlich wahnsinnig bei. Und das ist auch etwas, was so in den letzten Monaten in vielen Bereichen aufgekommen ist, in meinem Hauptjob natürlich auch ganz, ganz viel, aber eben
eben auch im Bastelbereich angekommen ist. Und das finde ich großartig. Ja, ich weil da kann ich mich nämlich, na, hier, deine schmutzigen Fingerchen nochmal. Da kann ich mich hinsetzen und kann sagen, komm hier, du willst wissen, wie die Technik funktioniert, das ist kein Problem. Ich zeig dir das. Genau, ja. Und das ist eben das, also etwas, was glaube ich tatsächlich sogar noch besser ist als live. Du würdest, auch wenn wir kein Corona hätten, live dem Workshopgeber, also dem Lehrenden, nicht so nah kommen, wie du in Zoom Detailbilder angucken kannst. Weil das stimmt. Man Dinge in die Kamera hält, bis auf so einen Millimeter kannst du da reinzoomen, kannst dir das angucken. was für ein Wortspiel. Du kämpfst ja, also da würde man sagen, kann ich mal die Box haben, kann ich mir das mal angucken, so, aber im Prozess kommst du ja dem Workshopgeber nicht so nahe, wie du in Zoom seine Hände siehst und siehst, was er tut. Und ja, das ist auch positiv, weil du einen viel detailreicheren Einblick hast. Das ist so ein bisschen wie bei den Livestreams, wo ich ja auch von oben meine Sachen filme, die ich mache. Nur, dass du in Zoom oder in diesen Konferenztools immer die Möglichkeit hast, eben auch miteinander wirklich zu sprechen und nicht nur über einen Chat zu arbeiten. Das ist eigentlich schon sehr, sehr cool. Ja, genau. Und wir haben ja immer dann eine Kamera für das Gesicht und eine Kamera für die Hände. Und das kann man dann groß machen quasi, aber man sieht noch alle kleinen Gesichter nebenbei. Und wenn man was zeigen will, kann man eben mit zwei Klicks bei dem Teilnehmer das groß machen und guck mal hier, ich habe ein Problem. Ah ja, das musst du so rum machen. Und also total easy. War richtig gut. Das ist mir bei Workshops tatsächlich auch aufgefallen und gerade eben auch in diesem Zoom-Workshop, von dem wir da gerade sprechen. Wenn ich jetzt mit meinen Teilnehmern am Tisch sitze, dann guckt nicht jeder so genau bei dem anderen. Na, also, dann ist dem einen das vielleicht auch ein bisschen so, naja, dann kannst du das ja auch nicht nebeneinander halten, sondern jeder hat halt sein Projekt. Ja. Und jedes dieser Projekte kannst du in die Kamera halten und kannst es zeigen und mal genau zeigen, was, wo, wie gemacht wurde. Das finde ich total toll. Ja. Und trotzdem will ich euch wieder live zum Basteln hier haben. Ja, das ist schon, natürlich ersetzt es nicht. Ne? Der Mensch ist ein Herdentier, das ist und bleibt so. Und das ist das, was uns allen eben auch fehlt. Und ich fürchte, das ist das, was uns jetzt aktuell gerade so ein bisschen auch zum Verhängnis wird, weil die Menschen schon so lange gelitten haben, jetzt einfach irgendwie mit einem Paukenschlag obendrauf hauen. Ich habe gerade mit meiner Downline gesprochen, die ist aus dem Urlaub zurück. Und die sagt, du kannst dir nicht vorstellen, was an diesem See los war. Da, als hätten wir kein Corona, eine Traube. Und wenn ich dann noch an die Zeitung aufschlage, Nordsee, Ostsee, sämtliche Badeseen, alles ist voll mit Menschen. Die haben die Strände gesperrt. Ja, da sieht man eben so ein bisschen auch, was passiert, wenn die Herdentiere alleine gelassen werden. Ne? Sie sind frustriert, sie sind launisch, sie sind alleine, sie wollen wieder herdet sein und das ist das, was sie jetzt tun. Und die Frage, die eben über allem schwebt, war es zu früh? Ja, und wenn dieser Podcast online geht, da haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit, bis der online geht, vielleicht auch ein paar mehr. Naja, aber ich muss ja noch in Urlaub. Darum sind wir... Genau, nein, das ist früh. Genau, wir sind dieses Mal sehr früh mit dem Aufnehmen. Aber all das, worüber wir jetzt reden, die Schulöffnungen sind dann durch, wenn der Podcast online geht. Ja. Und im Moment, so kurz vorher jetzt, oder du kannst es gar nicht abschätzen, was da abgeht. Wir haben jetzt eine Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Wir haben, ja, alle Nase lang kommen irgendwelche neuen Hygienekonzepte, neue Infektionsschutzgesetze. Du arbeitest und guckst und versuchst irgendwie etwas zu machen und eine Pressekonferenz und du fängst von vorne an im schlimmsten Fall. Ja. Ich denke, da ist einfach so der Punkt, da werden wir noch eine Weile auf unsere digitale Technik ausweichen müssen. Einfach auch, um uns alle zu schützen. Ja, das ist schon so. Ja, Technik, die begeistert. Oder wie heißt es noch? Genau. Ja.
Das mache ich jetzt mit meinen Fingern. Haare waschen gehen. Ist bei 38 Grad auch bestimmt eine Bombenidee. Juhu, ich gehe duschen. Alles klar. Viel Spaß dabei. Ich schwimme nicht so weit raus. Ne? Ich gebe mein Bestes, ja. Und du warte auf mich und hinterher basteln wir. Und, genau. Und im Oktober geht es dann auch irgendwie weiter. Eben. Wir gucken mal. Mit was? Also ich kenne das Thema schon, aber... Es wird spooky. Wir verraten ja nicht alles, ne? Nein. Alles verraten wir nicht. Nur ein bisschen. Also, jetzt duschen. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Und ihr macht's auch gut. Ach, bleibt ja. Gesund. Ach, wir hatten ja Zuhörer. Passt gut auf euch auf. Ja. Und wir hören uns nächsten Monat. Ja. Tschüss. Tschüss.